So Leute, wir sind schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich findet die Werkstatt Oberknackers Hütte und Mr. Polars Artisanaleis. Wir stehen hier vor dem Artisanaleis. Wo müssen wir jetzt hin? Das nächste ist die Hütte, die ist hier. Da ist die Hütte. Und die Werkstatt ist logischerweise da. Da wir aber jetzt zu allen Orten nicht mehr hinkommen, gehen wir direkt raus, gehen in die nächste Runde. Und dann zeige ich euch natürlich, wo der Rest ist. Also Dirty Dogs ist dieses Polar-Artisanal-Eis. Gott, was für ein Name. Polars-Artisanal-Eis. Oder bin ich gerade irgendwie sprachlich total sprachbehindert? So würde ich es nennen. So, dann müssen wir jetzt nur noch zu Oberknackers Hütte und zur Werkstatt. Die Werkstatt ist halt das große Holzlager. Es dürfte eigentlich jedem bekannt sein. Und Oberknackers Hütte ist unterhalb von Frenzy Farms. Aber wir gehen direkt dahin. Und wie gesagt, der Eisladen, Dirty Dogs, guckt gerade schnell auf der Minimap, nochmal zurückspulen. Und da ist der Ort eigentlich auch easy zu finden. Ich stand hier direkt davor. Und das ist eigentlich, ich denke mal, in ein, zwei Runden dürfte das Ganze machbar sein. Wir versuchen es natürlich schneller. Am besten wäre natürlich, wenn die Zone quasi in dem einen Bereich wäre und gleichzeitig wieder direkt rüber könnten. So, ich werde es euch aber nochmal zeigen, wo das in Dirty Dogs ist. Es ist halt ganz, wenn ihr Dirty Dogs anguckt, hier ganz rechts ist der Eisladen. Und ihr müsst noch nicht mal da rein, reicht, wenn ihr davor steht, habt ihr eben gesehen, bei mir hat es auch schon gezählt. Also wie gesagt, Dirty Dogs müssen wir hier hin. Die Hütte ist da, da ist die Hütte. Also vom Nussknacker. Und hier ist die Werkstatt. Die Werkstatt ist halt da, wo das große Holzlager ist. So, damit wisst ihr schon mal alle drei Punkte. Wie gesagt, wenn ich euch damit schon weitergeholfen habe, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Wir gehen jetzt noch gerade schnell zu den anderen zwei Punkten. Bin gerade überlegen, ob ich nicht zur Werkstatt erst rüber soll und dann zum Nussknacker. Aber eigentlich zonenmäßig müsste ich eigentlich beides hinkriegen. So, wie gesagt, da ist die Hütte vom Nussknacker. Ich zeige es nochmal auf der Map. Ah, dürfte klar gehen. Selbst wenn ich mich jetzt umbringe, könnte es sogar schneller sein, dass ich da bin, als wenn ich jetzt rüberlaufe. Ich glaube, hier müsste es reichen, wenn wir einfach nur in die Hütte gehen oder schon davor stehen. Und, wie sieht's aus? Ja, es reicht doch so schon. So, dann brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Meds und dann einfach sterben lassen, rüber, Feierabend. So, zack, zack, zack. Komm, gib mir ein bisschen Holz, nur dass ich mich gerade hochbauen kann. Ja, die Abfahrt auch noch nicht mitbekommen. Gerade gucken, ob es reicht. Gerade hier aufs Dach. Ah, wieder einer, der ganz lustig sein will. So, hier gerade hochbauen, absterben lassen. Zack. So, jetzt muss ich nur schnell genug sein. Wie gesagt, jetzt müssen wir dahin. Da ist die Werkstatt. Ah, sieht gut aus. Sieht wunderbar aus. So bekommen wir das Ganze nämlich doch in zwei Runden hin. Ich denke mal, einige von euch werden es auch in einer Runde hinkriegen. Direkt den Gleiter ziehen und da hinten ist die Werkstatt, da wo jetzt markiert ist. Jetzt denke ich natürlich, dass hier eine Menge Leute in Holy Hedges rumrennen werden vom Gegnerteam. Und Metz habe ich gerade auch nicht wirklich viel. Aber ich sage, ihr wisst jetzt, wo die drei Punkte sind. Ich habe es euch zweimal jetzt markiert. Einfach nur kurz schnell vorbeigehen. Ihr müsst noch nicht mal irgendwo reingehen, reicht doch, wenn ihr vor Ort seid. Ja, ich glaube, da baut sich die erste gerade in die andere Richtung. Aber ich will darüber. Zack, zack, zack. Jetzt hoffe ich, dass die Metz reichen an der Höhe. Und dann seht ihr nämlich auch direkt schon, was ich meine. Nein, du tötest mich jetzt bitte nicht. So. Einfach hier mitten reinlanden. Und zack, haben wir das Ganze schon geschafft. Und wir können schon wieder raus aus der Runde gehen, gucken uns schnell an, was wir bekommen haben. Als Geschenk habe ich mir heute erst den Star Wars Gleiter geholt. Also nicht wundern, dass ich den jetzt auch habe. Deshalb hatte ich den Mammutskin ja vorher. Und dann dürfte das eigentlich jetzt auch schon gewesen sein mit dem Video. Ich denke mal, ihr werdet alles recht gut finden. Wie gesagt, Dirty Dogs ganz rechts ist der Eisladen, dann das Nussknackergebäude. Und dann ab zur Werkstatt. Werkstatt ist da, wo es das meiste Holz gibt auf der Map. Und dann denke ich mal, werden wir das Ganze auch zusammen hinkriegen. Hierfür bekommt ihr das Banner. Ganz ungewöhnlich, also ein ungewöhnliches Banner. Ich finde es jetzt nicht so ungewöhnlich. Im Prinzip, die Banner brauchen in meinen Augen kein Mensch.
Aber natürlich euch trotzdem GG und vergesst nicht ein Like da zu lassen, eventuell sogar ein Abo und in dem Sinne haut rein.